Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute gemeinsam eine Hühnereinmachsuppe bzw. auf Österreichisch eine Händel-Einmachsuppe machen. Viel Spaß! Für unsere Hühnereinmachsuppe brauchen wir Hühnerfilet bzw. Hühnerkarkassen oder Hühnerknochen, Suppengrün mit Petersilienwurzel, gelber Rübe, Karotten, Lauch und Sellerie, eine Zwiebel. Dann kommen noch Kräuter dazu wie Magiekraut, Petersilie, kommt dann noch rein und zum Verfeinern dann am Schluss Schlagobers oder weniger Fett, eine Creme fin. Würzen verwenden wir dann noch Salz und Pfeffer. Dann gehen wir her, stellen unseren Topf mit Wasser auf. Wir nehmen da heute einen Kellermatt, einen Druckkochtopf. Damit dauert das Ganze noch circa ungefähr 20 Minuten. Natürlich kann man es ganz normal in einem normalen Topf auch kochen. Aber wie gesagt, da können wir halt jetzt gleich direkt alles reingeben mit unseren Suppengrün, Karotten, unser Hühnerfleisch. Die halbierte Zwiebel und der Rest Sellerie, gelber Rüben und die Petersilienwurzel. Und dann werden wir das Ganze gleich mal vorwürzen mit Salz. Fleisch auch gleich ein wenig Salzgeschmack annimmt. Ein paar Pfefferkörner. Wenn wir alles drinnen haben, können wir das Ganze mit einem Deckel vom Druckkochtopf abdecken. So 10 Minuten circa unter Druck kochen und dann wird das Ganze schon relativ gar sein. Deckel drauf, verschließen. Und bitte, falls jemand von euch sowas verwendet, einen Druckkochtopf, bitte lest euch vorher die Beschreibung durch, wie man mit diesen Geräten umgeht, weil das ist schon sehr gefährlich, wenn man das nicht weiß, wie man mit dem Gerät umgeht. Um die Einlage machen wir Bröselknödel. Die werden zubereitet. Für ca. 4 Personen braucht man ca. 60 Gramm weiche Butter, 2 Eier, 100 Gramm Semmelbrösel und das Gewürze Salz, Pfeffer, man kann auch Muskatnuss reingeben und feingeschnittene Kräuter. Zubereiten tun wir das Ganze so. Die weiche Butter, die kann man im Mikro vorwärmen und aufwärmen und einfach schon mal vorher herosten lassen. Gehen wir in unseren Rührschirm. Schaut auch schon etwas Salz. Pfeffer dazugeben. Dann unsere Kräuter noch rein. Dann unsere Brösel dazu. Dann unsere Eier drinnen. Dann nehmen wir das Ganze wieder durch. Dann noch Brösel dazu. Eine bessere Konsistenz kriegen das Ganze. So, wenn wir das Ganze verrührt haben, wie man sieht, ist das Ganze eine schöne Masse, wenn man das so nimmt. Ja, sieht man, das bleibt schon eine Kugel. Dann nehmen wir sie eine kleine Portion von der Masse. Dann machen wir so kleine Mütterchen. Man sieht jetzt schon, dass sie ziemlich gleich groß immer sind. Innen kochen, weil sonst werden die unterschiedlich durch. Ja, unser Salzwasser kocht jetzt schön. Jetzt können wir unsere Knödel einlegen. Nur, dass das Wasser immer schön kochend bleibt. Weil wenn es zu wenig kocht, dann kann es passieren, dass uns die Knödel auseinanderfallen. Ja, man sieht jetzt schon, unsere Knödel sind aufgeschwommen. Das Ganze vielleicht leicht durchrühren, nicht zu stark, weil das kann leicht zerbröseln oder zerbrechen, die ganzen Knödel. Deswegen auch nicht zu stark kochen,
das Ganze leicht wallend 10 bis 15 Minuten kochen lassen. Ja. Und unsere Knödel dann lang gekocht haben, ich mal so um. Kann man dann auch kurz, wenn man es länger stehen lässt, eventuell kurz mit kaltem Wasser abschrecken. Oder wenn man mit der Suppe schon fertig ist, kann man es auch gleich direkt in die Suppe dann rüber tun. Suppe habe ich fertig gekocht. Unser Gemüse ist schön weich. Im Suppen drin. Das Händlerfleisch ist auch durch. Das sieht man da, wie es schön zerfällt. Dass wir unser Gemüse zusammenschneiden können, stechen wir das Ganze um. Dafür gehen wir her, nehmen einen Lochschöpfer, nehmen das Gemüse raus. Das Fleisch dann auch raus, umstechen. Das abkühlen kann. Schneiden wir dann natürlich auch zusammen für die Suppeneinlage. Woher und dann die Suppe durchsieben, durch ein Siebel. Pfeffer können und das halt rauskommen. Und dann tun wir es wieder zurück in den Topf. Ja, jetzt haben wir unsere Suppen abgesiebt. Jetzt werden wir das Ganze einmal abschmecken. Perfekt. Ein bisschen Salz vielleicht noch rein und ein bisschen Pfeffer. Und jetzt schneiden wir unser Suppengemüse und das Fleisch noch zusammen. Das kommt dann wieder rein. Dann werden wir das Ganze nur mit Obers verfeinern, ein bisschen einbinden und dann ist unser Suppen eigentlich schon fertig. Unser Gemüse bzw. das Fleisch dann abgekühlt hat. Tun wir her, dann schneiden wir das hier klein. Schauen wir, dass es so kleine Würfel schneidet. Kleine Würfel. So kleine Halbmonde. Das kann man auch einmal, wenn es zu groß ist. Ich kann halt so Viertel Halbmonde, also Viertel Tortenstücke. Ja. Bereiten wir uns noch unsere Einmach vor, beziehungsweise in Österreich auch gern genannt Gmachtl. Nichts anderes wie Wasser, kaltes Wasser, nicht warm, weil sonst bindet das Mehl sofort ab. Wir verrühren einfach kaltes Wasser mit Mehl. Das Ganze soll dann nicht so dick sein. Das Problem ist, wenn es so dick ist, bekommen wir Klumpen in unser Suppe rein. Wenn das Ganze dann kocht, wie gesagt, wenn man will und die Übung hat, kann man das Ganze mit einem Siebel machen. Beziehungsweise man kann es auch vorher sieben. Geht man her. Umrühren, ganz wichtig, sonst kriegen wir Kugel rein. Und rühren uns die Einmach da rein. Wie dick ist natürlich wieder eine Geschmackssache, aber es ist halt schon eine Einmachsuppe, eine gebundene Suppe auch genannt. Ja. Wenig zähflüssig, sag ich mal, sein. Und jetzt müssen wir das Ganze mal leicht kochen. Und umrühren, wenn es zum Kochen anfängt, weil sonst wird es nicht anbrennen, die Suppe. Dann drehen wir das Ganze zurück. Weil die Suppe, also wenn man den Obers reingibt, sollte dann möglichst nicht mehr zu stark kochen. Das sonst kann es sein, dass der Obers ausflockt. Ja. Dann haben wir unsere Suppeneinlage rein. Zu guter Letzt kommen unsere Bröselknödel in die Suppe. Die muss man gleich wieder mit erwärmen. Wenn die Suppe dann nochmal leicht aufköchelt, ist sie eigentlich schon servierfertig. Nachher richten das Ganze in Suppenteller an. Wer möchte, kann natürlich auch noch ein bisschen Jungzwiebel oder so über die Suppe drüber streuen oder reinrühren. Wenn man dann aufpasst, wenn man es lagert, dass sie nicht sauer wird, weil der Jungzwiebel dann Wasser lässt. Wir dann da ist ein bisschen Teigkongresse, nur das Garnitur drauf.
Und dann würde ich sagen, Mahlzeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like oder ein Abo da. Oder schreibt mir was in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Pfiat euch.